Ja, moin Leute, in diesem Video geht es um die Storm Grip Tank Grip Pads. Habe ich mal bestellt. In meinem Falle ist das für die G6R hinter mir, für die Baujahr 2006er. Und ja, ich dachte, ich gucke mir das mal an. Stolzen Preis haben sie ja, ob die Dinger auch was taugen. Und ich werde die einfach mal mit euch zusammen dran machen. Ja. Gut, los geht's. So, natürlich werde ich hier off-cam ein wenig weiterreden und erzählen, was ich hier mache und worauf ich zum Beispiel im Nachhinein denke, okay, darauf könnten andere Leute, die das machen, achten müssen. So, als erstes kann man natürlich sehen, ich habe hier mal probehalber angepasst, wie ich das ungefähr haben möchte, damit ich eben, nachdem ich das jetzt hier mit Isopropylalkohol, gibt es in der Apotheke übrigens, das hier entfette, dass ich danach schon weiß, aha, so und so möchte ich das ungefähr haben. So, schön gründlich. Ich nehme jetzt einfach mal ein Papiertaschentuch. Danach erwärmen. Umso besser hält natürlich dann der Kleber. Kann ich jedem nur einen Heißluftföhn empfehlen, so wie ich das hier gerade mache. Natürlich auch noch das Grip Pad selber. Schön erwärmen, dass das schön elastisch wird und biegsam. So, nachdem wir das gemacht haben, können wir hier auch schon direkt sehen, wie ich das im Zeitraffer ranklebe. Zuerst mache ich mir vorne die spitzeste Ecke an den Tank, lege das an und ziehe immer Stück für Stück die Trägerfolie ab, quasi, und drücke dann immer ganz gemütlich über die gesamte Fläche, auch über die, ja, über das Genoppte und dazwischen natürlich auch. Streich dann ab und zu auch mal einmal hoch und mach, wie man hier sieht, von der Mitte aus nach oben und nach unten hinweg, weil wir da natürlich eine Biegung haben und ich da keine Spannung drin haben möchte. Immer wieder mal anwärmen und heiß machen. So, und dann, wie ich eben schon gesagt habe, immer von der Mitte raus nach oben und nach unten hinweg, solange die Biegung ist. Ja, nach und nach immer mehr den Träger abziehen, wieder erhitzen. Und vor allem zum Schluss kann ich euch nur den Tipp geben, macht alles nochmal heiß, drückt alle Kanten und Ecken nochmal an, damit dann natürlich auch alles komplett bis zum Rand verklebt ist. Weil wenn man da einmal eine Kante hat, die nicht richtig klebt, da bleibt man nachher einmal dran hängen, dann ist da Dreck dran oder Fett. Oder wenn man das Ding mal im Regen fährt, läuft der Regen hinter, dann hat man da nachher nicht lange Freude dran. Und für einen Preis von 60 Euro, da will man natürlich auch ein bisschen länger drauf. Hier sieht man nochmal am Rand alles angedrückt worden. Und jetzt blende ich hier nochmal ein paar schöne Videoaufnahmen ein, wo man das nochmal im Detail sehen kann, wie das letzten Endes wirkt. Sitzbank hatte ich zeitlich auch abgenommen gehabt zwischendurch, weil ich der Meinung war, dass ich dann einfach besser daran gekommen bin. Kann ich jedem auch nur empfehlen. Vor allem jemand, der die 2006er G6R fährt wie ich. So sieht das Ganze aus. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe nach dem Video, nachdem ich das jetzt hier geschnitten hatte, habe ich auch noch die andere Seite off-cam gemacht. Und es sieht einfach Bombe aus. Und der Grip darauf, den man hat, wir haben wirklich extrem viel Grip. Also was das betrifft, da rutschen wir auf jeden Fall so schnell nicht mehr ab. Da sieht man noch ein kleines Bläschen. Das habe ich im Nachhinein, wo ich ja sagte, ich habe das zweite noch im Nachhinein gemacht, das habe ich noch rausgedrückt bzw. versucht, so gut es ging. Denn einmal alles festgedrückt am Rand, da wird das nichts mehr. Zumindest ging das wirklich nicht mehr so gut. Also lasst euch da, was das betrifft, Zeit. Arbeitet mit Gegenlicht, dass ihr sehen könnt, wo eventuell ein Bläschen entsteht. Und ja, um den halt so schnell wie möglich vorzubeugen. So, zur Not kann man das noch im Nachhinein natürlich noch mit einer Nadel oder so aufpieksen, würde ich auch von abraten, weil das sind halt alles Sachen, wo ja Regen oder Flüssigkeiten reinlaufen könnten. So, des Weiteren hoffe ich, es hat euch gefallen. Sollten irgendwelche Fragen bestehen oder irgendwelche Wünsche, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal, euer Tracer. Macht's gut. Ciao, Leute.